Jo, hallo Leute, willkommen bei Silberfeld Games and More. Wir spielen FIFA 17, die UEFA Champions League Viertelfinals der Saison 2016-2017. Und los geht's mit dem Spiel Borussia Dortmund gegen den AS Monaco. Am 11. April wird es stattfinden und ja, wir gucken mal voraus auf alle Spiele. Mal sehen, wie es so ausgeht, wer ausscheidet, wer wie Tore schießt und so. Und dann lasse ich mich mal überraschen, wie es in echt kommt. Vielleicht haben wir auch Glück und treffen eine Partie Gold richtig oder so. Ja, wir nehmen immer die Heimmannschaft, habe ich mir überlegt. Außer natürlich Dortmund. Ich bin leidenschaftlicher BVB-Anhänger und von daher werde ich auch auswärts in Monaco den BVB spielen. Ja, ich habe die Einstellung ein bisschen geändert. Götze lasse ich draußen, weil er ist ja verletzt, definitiv. Ramos ist verkauft, den habe ich auch draußen gelassen. Rode verletzt, ja, Bender. Denke, so ähnlich wird Tuchel immer spielen mit seiner Dreier-Fünfer-Kette. Ich werde im Rückspiel dann mal meine Lieblingsaufstellung nehmen. Ja, Reus wird spielen. Ich denke, vielleicht schafft er es bis dahin. Soll wohl ganz gut aussehen. Bin gespannt. Und ja, würde sagen, wir legen mal los. Und ja, hoffe, es gefällt euch, wenn wir die Viertelfinals alle durchspielen. Vielleicht mache ich dann die UEFA League auch noch, weiß ich nicht. Also die Euro League quasi. Mal sehen. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die UEFA League auch sehen wollt. Und dann geht's los. Hallo liebe Zuschauer, heute melden wir uns aus dem Signal Iduna Park. Und heute heißt es also Borussia Dortmund gegen Monaco. Kurz zum Spielort, ein wirklich tolles Stadion, dieser Signal Iduna Park. Im Volksmund wird der Bau aber wohl auf ewig Westfalenstadion heißen. So Und sieht's mit dem aus. Borusseum verfügt es sogar über ein vereinseigenes Museum. Dort wird, ja klar, die Geschichte des Clubs erzählt. Tradition pur im Revier. Und so tritt der BVB heute also an. Schauen wir auf die Formation. Wird ein 3-4-3 heute bei Ihnen? Ja. Das auch noch sehr offensiv ausgerichtet. Nicht nur die erste Linie, auch das Mittelfeld steht hoch. Ja, also die So sieht's Aufstellung aus. von Monaco. Gucken wir auf die Formation. Ist ein 4-4-2 heute bei Ihnen? Ist eine eher klassische Anordnung, glaube ich, kann man so sagen. Zwei Viererketten, dann die beiden vorne drin und dann gucken wir einfach mal, wie sie das dann wirklich auf dem Feld umsetzen. Ja, Schnelle hält aber eine Ansprache. Okay, Schnelle redet aber nicht. Borussia Kurios. Dortmund ist zurück. Ist das eine der Überschriften der letzten Bundesliga-Saison? Absolut, Wolf. Nachdem das Vorjahr so extrem enttäuschend verlief, war die vergangene Spielzeit des BVB überragend. Eigentlich, sind wir ehrlich, war es eine Meistersaison, wenn da nicht die Bayern wären. Wenn da nicht die Bayern wären. Ja, Ein Blick auf ja. den Das ist Schiedsrichter. richtig. Ein Das Schweizer. ist in dieser Partie Laurent Plaisier. So Leute, los Das war geht's. der Anstoß. Spiel läuft. Lehmann. Bernardo Silva. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. Jetzt wird's gefährlich. Super Ja, Einsatz. schlecht Er geklärt schießt. da. Der Ball prallt zurück vom Holsten. Pfosten. Er Olle kann Katze, das klären. sieht ja gleich los hier. Schlecht geklärt da von Papa in der Mitte. CDB. Gefährliche Flanke. Das sah einfach aus, aber natürlich muss der Abwehrspieler hier auch Wieder, erstmal richtig stehen. ey. Volker! Und 1-0 für Das Monaco. ist Es der geht ja Treffer. absolut beschissen los, würde ich Flach sagen. hat er den versenkt. Nichts zu machen für den Torhüter. Da übernimmt er Verantwortung und macht den Ball rein. Mit Aktionen wie dieser zeigt er, warum er hier Kapitän ist. Ganz stark. Lediglich 7 Minuten haben sie für den ersten Treffer gebraucht. Reus. Mondi. Weigel.
Den Ball kann er abfangen. Bernardo Silva. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Klasse aufgepasst, er kommt an den Ball. Ja. Falcao am Ball. Das hat uns gar nichts gebracht. Ich bin schon wieder bedient, ey. So eine dumme Spielweise da von den KI. Dass sie nicht ein bisschen irgendwie mitlaufen, dann stehen sie da und gucken, wo du hinläufst und oh, das ist so dumm. Keiner läuft mit nach vorne da. Ja, das ist ja immer so bei FIFA, ne? So, jetzt Pierre-Emerick, Aubameyang und der Konter. Dembélé ist frei, Dembélé startet. Jetzt Marco Reus. Reus startet, da hat er wieder da. Vor, auf, Schmelzer, ne, das ist CR27 und das ist das Ding! Ausgleich! Gonzalo Castro! Puh! Jetzt sind mal alle so weit mit nach vorne gelaufen, ne? Der knallt nicht einfach wild drauf, sondern spielt den Ball klug mit dem Innenriss. Genau die richtige Entscheidung. Sehr überlegt gemacht. Ausgleich, Castro, 21. Minute. Wir haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Sehr schön. Jetzt João Moutinho. Bernardo Silva. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Abgefangen, gut gemacht. Oh, Reus, ey, warum läufst du da nicht weiter? Abwehr hat aufgepasst. Bernardo Silva. Germain. Oh, komm, ey. Lema. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ja, das nützt mir nichts. Da habe ich ihn super nicht so aus, aber den Ball gestoppt, aber es bringt Spieler, mir nichts, so weil den zweiten Ball kriege ich dann nie. Ja, da also es ist bei genau 90% der Grätschen so, da fehlt einfach die Konzentration. Wenn du sie super triffst oder den Ball abfängst, ne, beim Pass, dann kriegst du halt den zweiten Ball einfach nicht, weil dann kein Spieler da ist oder weil deine Spieler dumm rumstehen und er einfach steht nur gut gucken. Und hat den Ball. Ja, oder ich habe das Gefühl, der Ball geht dann automatisch, also Fabinho. Vom Spiel gewollt. Jetzt könnte es, ne, gefährlich werden. Zum Gegner. Klasse gespielt. Ja, genau. Pfeife, Elfmeter. Ne? Super, ey. Elfmeter. Ich flipp aus. Elfmeter. Und wenn Sie Pech haben, liegen Sie gleich zurück. Ja, und das Foul ist nicht gut gemacht. Klares Foul. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Mein Gott, ey. Bisschen Körpereinsatz da. Roman Bürki gegen Fabinho. Ja. Er macht den Elfer. Ganz souverän verwandelt, dieser Elfmeter. Und da hat er seine Nerven im Griff und trifft vom Punkt. Tja, Monaco Dortmund führt jetzt zurück. Mit 2-1. Sie müssen sich steigern. So. Sie suchen die Lücke. Oh, was macht denn Uwe Mianga, ey? Das war wichtig. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Mhm. Jetzt gibt's Einwurf. Das ist auch wieder total ungewiss, dass der Ball dann so schnell da ins Aus rollt. Ich habe den ganz leicht angetippt, ey. Gute Aktion. Dembélé. Reus. Jetzt Dembélé. Genau Dembélé, frei vom Tor. Nein, doch nicht. Oh, ey. Mann, Mann, Mann. 3 Minuten gibt's noch zusätzlich in dieser Partie. Das könnte gefährlich werden. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, puh, um hier zu einer Torchance zu kommen. Gut gelöst vom Verteidiger, da bleibt er ganz ruhig. Die erste, okay, Halbzeit, Dortmund liegt mit 1-2 hinten. Das ist nicht schön.
kann weitergehen. Der BVB mit dem Anstoß. Sokratis am Ball. Gonzalo Castro jetzt. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ah, oh, das gibt's doch nicht, ey. So Marco Reus. Halleluja. Wie ist denn der da noch rangekommen aus 5 Metern, ey? Savicic. Oh Mann, und jetzt die Chance. Da kommt der Steilpass. Da kommt der Schuss. Oh, Birki. Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Ja, schön. Jetzt der Konter. Los, Jungs. Los, Jungs. Los, Jungs. Ab nach vorne. Aubameyang läuft. Ja, schön. Pierre-Emerick Aubameyang. Und da ist das Ding. 2-2 Ausgleich. Aubameyang. Basinga, ey. So sieht's aus. Sehr schöner Konter. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht es genau so, wie man es von ihm erwartet. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2-2 passiert. Oh no, Moutinho. Das könnte die Chance werden. Oh. Das war nicht gut von Germain. Der geht nicht. Wir sind nicht auf so eine Stockfehler, ey. Das ist so dumm. Wir werden mal gucken, ob wir schon mal wechseln müssen. Wie sieht alles gut aus? Gonzalo Castro jetzt. Reus. Oh, Aubameyang. Dembélé kommt nicht ran. Schlechter Pass. João Moutinho jetzt. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Germain. Jetzt müssen sie aufpassen. Weigel. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Ah, das ist doch gerade gestartet. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Bakayoko. Der Ball kommt. Okay, wir werden auch mal wechseln dann jetzt. 65. Minute. Und zwar nehmen wir Dembélé raus für Christian Pulisic. Und ja, machen wir mal. Wenn wir Weigel rausnehmen für Kagawa und den ein bisschen offensiv. Kommt gefährlich rein, aber kein Mitspieler als Abnehmer da. Gibt hier eine Ecke, könnte gefährlich werden. Weit raus. Super Flanke. Bartha kommt nicht ran. Mein Gott, ey. Jetzt hatten sie die Chance. Das wäre die Führung gewesen. Marc Bartra. Schmelzer. Und Kagawa. 20 Minuten haben wir noch schon auf der Uhr. Guck mal, der blockt doch voll oben mehr weg. Hat er nicht vorbeikommen lassen, ey. Das ist so scheiße. Also ich meine, das war regelkonform, aber mich nervt, dass der, dass die KI das so dann hinkriegt, ne? Pischcheck. Das regt mich auf. Da steht der blöde Schiri im Weg, ey. Klasse. Jetzt könnte es gefährlich werden. Ball bei Moutinho. Das sieht so einfach aus, was sie hier machen. Aber dieser Ballbesitz-Fußball ist das Ergebnis von hartem Training. Jetzt aber, oh Mann. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Der hat durchgekommen, ey. Ich schwör's euch. Bakayoko. Ja, schön. Jetzt Marco Reus. Marco Reus, Junge, 3-2, Borussia Dortmund. Marco Reus. Das ist große Klasse, wie er das Tor hier macht. Und dafür ist er ja bekannt, ein absoluter Edeltechniker. Oh, sehr schön. Ja, freue ich mich. Nochmal der Treffer. Ha, Marco Reus. Sehr schön, 3-2. Also, da ist alles drin. Bernardo Silva. So, und jetzt müssen wir den Ausgleich kriegen, ja. Reus. Pulisic.
Marco Reus wieder. Und die Fans gehen jetzt wieder vorbei. Jetzt Marco Reus! Marco Reus! Nein, Sabitzer hält. Gleich kommt der Eckball, sie müssen aufpassen. Überlegt euch zu Pulisic-Spieler, der wäre bestimmt nicht rangekommen, denke ich. Die Flagge kommt gut rein. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vorab der Spieler. Nochmal Ecke. Er köpft und ab. Der Tor hält und das Tor, genau auf Mann. Hier geht vielleicht noch was. Schade, aber schade. Wolf, hier bleibt nicht mehr viel Zeit, aber ein Tor kannst du immer aufholen. Es gibt 3 Minuten obendrauf, wurde gerade angezeigt. Und jetzt Aubameyang. Dieses Mal hat er den Ball. Das ist doch Bartra. Der war doch noch vorne. Ganz wichtiges Erfolgserlebnis für den Torwart. Bisher war es ja noch nicht sein Spiel. Naja. Okay. Das war's. Das war das Hinspiel, Leute. Dortmund gewinnt knapp mit 3:2. Sie gewinnen dieses Freundschaftsspiel und auch wenn es ja, Freundschaftsspiel einfach aus, ja. Natürlich muss der Abwehrspieler hier. Ich sage danke fürs Zusehen. Freue mich auf Rückspiel und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert mal bitte in die Kommentare. Kommentiert in die Kommentare. Ob ich die Euroleague auch spielen soll. Würde mich mal interessieren. Und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt FIFA 2017 UEFA Champions League Viertelfinals. Ciao, euer Flo.